Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen kleinen Spiel mit dem Bevorius. Hallo! Wir spielen Blood Bowl 2, ein super cooles Spiel. Es ist Football, ein bisschen, wie der Name schon sagt, blutiger. Und es ist ein Brettspiel tatsächlich. Erstes Matchup sind die Deadwood Howlers gegen die Screaming Centaurs, also Chaos Sway gegen Necromantics. Und das gucken wir jetzt mal hier an. Du musst jetzt noch bestätigen und dann geht's los. Ja. Und auf geht's. Mach was für was auch immer du willst. Aber mach die Zugdauer vielleicht ein bisschen runter, oder? Auf eine Minute? Ja, sonst dauert's zu lang. Okay. Schnell das Spiel. Okay, gut. Okay, das Spiel ist vom Grundprinzip her, wie es halt schon heißt, Blood Bowl. Es ist ein Football-Spiel. Du kannst, also ich sag dir jetzt mal so ein bisschen die Grundregeln. Du kannst per Mausklick, kannst du auf die einzelnen Dudes klicken, die du bewegen willst. Hast halt dann eine Anzeige, wie weit du laufen kannst. Und je nachdem, wie weit du laufen kannst, kannst du halt dorthin klicken und dann dorthin laufen. Du hast immer noch zwei Bonusfelder, die musst du aber jeweils einzeln auswürfeln, ob du wirklich da drauf laufen kannst oder nicht. Okay. Problematisch ist eigentlich größtenteils nur, dass wenn ein Spieler... Oh Lord, was ist mein Team für ein Team, hey? Da fallen dir fast die Arme ab, hey. Die Problematik ist nur, wenn einer von deinen Spielern an einem von meinen Spielern vorbeiläuft. Der letzte hat den Helm natürlich super, hey, der schützt auf jeden Fall. Wenn einer von deinen Spielern an meinen Spieler vorbeiläuft, dann kann das sein, dass die hitten zu einem gewissen Prozentsatz. Okay, der Gegner entscheidet, wer angreift oder verteidigt. Du kennst die Grundregeln vom Football? Nein. Okay, du hast jetzt gesagt, der Gegner stellt die Verteidigung auf. Das heißt also, du machst den Kickoff. Du spielst also den Ball erstmal zu mir rüber und dann muss ich erstmal angreifen, bis halt entweder einer meiner Spieler gefoult wird, dass er nicht mehr aufstehen kann, oder ich den Ball verliere. Okay. Und so eine Runde dauert halt immer eine Minute. So, jetzt kann ich einen Angriff aufstellen. Tatsächlich gefällt mir die Angriffsaufstellung, weil ich da auch noch nicht so deep drin bin. Und jetzt musst du halt gucken, wohin du den Ball trittst. Also ich würde meistens auf ein offenes Feld treten, wo halt keiner von meinen Leuten steht. Jo, alles klar. Erstmal den Hinterläufen. Jubelnde Fans, das ist nämlich auch noch so eine wichtige Sache. Und zwar, du kriegst natürlich einen Extrawurf. Och Mann. Das sind halt so Special-Dinger, die halt immer wieder passieren, halt so komplett random eigentlich. Komm, der geht ins Aus, der geht natürlich nicht ins Aus, hey. Boah. Okay, Zug 1. Der Dude. Oh, 67%. Komm, bitte, 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 bitte. Guck, jetzt hast du gesehen, ich habe jetzt... Nein, sie hat ihn aufgehoben. Du hast jetzt gesehen, ich bin jetzt gelaufen. Mhm. Und das ist auch noch so eine Sache. Und zwar gibt es immer so bestimmte Sachen. Und zwar kannst du pro Zug kann jeder von deinen Kreaturen laufen. Aber nur eine Kreatur kann blitzen. Das heißt also, sie kann laufen und eine Aktion machen. Bei dem hier wäre es jetzt zum Beispiel laufen und den Ball werfen. Ich weiß nicht, ob das dir jetzt angezeigt wird, der lange Pass. Ja, ja. Okay, den führe ich nämlich jetzt aus. Er hat eine 67%ige Chance, den zu fangen. Okay, Aktion fehlgeschlagen. Ich kann jetzt einen von meinen Würfeldinger nehmen, dass es wiederholt wird. Und das möchte ich sehr, sehr gerne machen, weil sonst verkacke ich nämlich den Ball direkt mal. Komm, du. Ach, come on! Oh, und das ist jetzt direkt schon Rundenende, weil ich halt den Ball verloren habe. Und dann bist du dran. Ich hätte vielleicht vorher noch anderes Movement machen müssen, aber naja, schon okay. Jeder von uns hat hier oben, du siehst, wenn du auf diese Zeichen hier gehst, oben links, unter deinem Teamnamen, siehst du verschiedene Karten, die du einsetzen kannst. Wenn du schlecht gewürfelt hast, kannst du nochmal auf diese Würfel drücken, das wird dir aber dann alles angezeigt. Okay. Und theoretisch musst du halt jetzt eine Verteidigungsaufstellung nehmen. Wenn Viecher genau voreinander stehen, kannst du die auch attacken lassen direkt, indem du draufklickst und dann auf mein Viech draufklickst. Und so machst du halt dann das Board down, mehr oder weniger. Okay. Du hast nicht mehr so viel Zeit, 20 Sekunden noch, gell? Und jetzt siehst du, okay, du hast gewürfelt, moven. Jetzt kannst du sagen, okay, du willst mitmoven oder du willst nicht mitmoven. Und klatschst ihn halt weg. Ja, ich gebe mal im Stand fest. Okay. Oh lol, nein. Oh lol, okay. Ich habe ihn getötet. Der ist tot. What the fuck? Okay. Ja, und das war halt jetzt deine Runde, weil ich deinen Dude umgeknüppelt habe. Okay, verstehe.
Okay, jetzt muss ich es nochmal schaffen, hier den Ball aufzunehmen. Aber erstmal mache ich eine Aufstellung hier. Jetzt siehst du, hier grenzt an mein... Du siehst, welchen Spiel ich ausgewählt habe? Meinen ganz rechten an der Seite? Nee, sehe ich tatsächlich nicht. Ja, der, wo halt jetzt läuft. Und zwar steht er halt neben dem Blut von dir und der hat, deswegen hat er halt eine 67-prozentige Chance auszuweichen. Das heißt also, ihn kannst du auch auf die Schnauze hauen jetzt, wenn dein Dude jetzt treffen würde. Gott sei Dank hat er nicht getroffen. Jetzt hauen wir mal den Dude hier um. Ah, dann moven wir ihn halt. Mann, mein Gott. Weg mit dir. Folgen. So, dann nehme ich den hier. Stell den auch hier hin. Den stellen wir hier vor. Der läuft, ey. Das ist so ein richtiger Monk, ey. Okay, den laufen wir mal hier hin. Den laufen wir hier hin. Okay, den laufen wir hier hin. Und dann kommt mein letzter Dude, der geht an den Ball, hat eine 67-prozentige Chance, ihn aufzuheben, perfekt. Und macht einen langen Pass jetzt. Komm, mach it. Oh! Und da ist der Catch. Ja, nice. Okay, und das war's eigentlich jetzt schon. Jetzt kann ich noch ein paar von deinen Dudes umknüppeln, dass du halt weniger Ding hast. Er hat eine Chance auszuweichen, das ist aber okay für mich tatsächlich. Folgen. Oh, oder er weicht nicht aus. Alter. Und so ist halt das ganze Spiel. Ja, der kommt auch hier hin. Und dann ist für mich auch jetzt Ende meines Zuges. Okay, du bist dran. Gut. Du musst halt jetzt versuchen, hier deine Seite hier zu decken und versuchen mir halt den Ball wegzunehmen. Und wie gesagt, wenn du halt weiterlaufen willst mit einem Dude, musst du halt immer aufpassen. Hier hast du zum Beispiel 3 Chancen, dass du gehittet wirst. Also das ist ein gefährlicher Move, den du da machst. Ich probier's einfach mal. Was? Was? Yeah! Der hat 17-prozentige Chance, dass er da durchkommt. Er kommt da easy durch. Ey. Jetzt kannst du halt noch blitzen und den Dude hauen. So, blitzen mache ich wie? Du hast nicht direkt auf mich draufgeklickt. Du hättest, oder? Kannst du noch auf mich einfach draufklicken? Probier's einfach mal. Mit dem Dude auswählen und dann auf mich... zu Beginn der Aktion für einen Blitz entscheiden. Okay. Okay, dann hättest du dich vorher wahrscheinlich entscheiden müssen. Ja, genau. Jetzt hast du den Blitz aktiviert und... links, also der Totenkopf heißt nur, der Angreifer stirbt und rechts, oder halt fällt um und rechts, das rechte heißt, der Angreifer und der Verteidiger fallen um. Das liegt halt daran, weil ich halt 2 Leute nebeneinander stehen habe. Das ist auch noch ein bisschen wichtig. Okay, er rerollt, sehr schön, hat jetzt einen guten Reroll gehabt, er kann mich moven. Das heißt, du schlägst mich und schlägst mich auf irgendein anderes Feld und kannst mir folgen oder je nachdem halt machen, was du willst in der Richtung. Dein Timer. Naja. Dein Timer? Ja, ich habe irgendwie nicht verstanden, wie ich dann die Aktion ausführe. Du hättest auf den Würfel klicken müssen dann einfach. Ja, habe ich. Okay, seltsam. Nee, aber jetzt noch eine kurze Sache. Wenn mehrere Leute nebeneinander stehen, wie zum Beispiel jetzt hier bei mir die 2 hier. Ich weiß nicht, ob du die siehst hier, die 2, wo ich ausgewählt habe, siehst du wahrscheinlich nicht. Naja. Wenn die nebeneinander stehen, gibt es immer +1 auf den Wert, der in deinem Feld drin steht. Zum Beispiel... Nein, ich will nicht blitzen. Da steht zum Beispiel BW ist Bewegung 7, Stärke 3, Geschicklichkeit 3 und Reichweite 7. Oh, lol, der ist ja mega krass, der Dude. Ja gut, dann hätte ich mal gesagt, wir blitzen mit dem hier da drauf. Dann klopfen wir den um. Und zwar nach da. Dann ist der K.O. Ich kann nur überspringen. Ja, ich auch. Dann laufen wir. Nee, Moment, ich will laufen. Nein, ich will nicht passen. Du? Wie weit kann der laufen? Oh mein Gott, der kann mega weit laufen. Du läufst hier hin. Ach, das liegt daran, weil er eine hohe Reichweite halt hat. Der hier läuft jetzt hier hin. Ist zwar ein bisschen gefährlich, weil deiner mich jetzt umklatschen kann gleich. Aber das muss ich einfach eingehen, das Risiko. Der läuft auch hier hin. Nee, dann mache ich hier den Pass. Langer Pass. Und ist der Catch durch? Der Catch ist tatsächlich durch. Nice. Okay, und dann hauen wir noch deine Zwerge um noch ein bisschen. Okay, wir können ihn nur moven, schade. Einfach auf den Würfel drücken, dann sollte es eigentlich funktionieren. Und dann steht da Folgen oder Bleiben dran.
Und dann ist halt auch so, okay, wir können den hier noch umklopfen, das ist gut. Nach rechts wollen wir den umklopfen, folgen. Bam, Kopfnuss und Endturn. So, du bist dran. Dann muss ich ja praktisch gesehen, wie kann ich jetzt mit dem blitzen? Ich muss praktisch auf ihn draufdrücken. Auf ihn draufdrücken, genau. Und jetzt hast du eine 50%ige Chance auszuweichen oder halt zu stolpern. Also Hälfte, Hälfte. Oh. Jetzt kannst du ihn rewürfeln, rerollen, ob du das machen willst. Ja, machst du auch. Das ist gut. Ah. Ja, nochmal. Schade. Ist halt unlucky. Das ist halt wirklich die Chance halt. Wir machen aber jetzt hier nicht lange rum, weil ich könnte jetzt zwar hier die Sekunden ablaufen lassen, aber das wollen wir ja auch nicht machen. Das wäre ja auch voll asozial irgendwie. Okay. Aber das Grundprinzip. Auf jeden Fall mal besser. Bitte? Da jetzt verstehe ich das auf jeden Fall mal besser. Okay. Erstmal hier ein schönes Tänzchen angucken. Ich frage mich, warum die Chili da alle rote Haare haben. Rothaarig, matatrohrig? Keine Ahnung. Wow. Wow. Okay, und jetzt ist es nämlich genau andersrum. Derjenige, wo gepunktet hat oder wo halt die Halbzeit, zuerst den Verteidigungsschuss gemacht hat, der darf halt, da muss halt jetzt das andere Team ran. Und jetzt bin ich halt dran. Ich stelle jetzt meine Verteidigung auf. Mir gefällt die Verteidigung fast gut. Ich will den hier noch eins nach vorne haben, den hier auch eins nach vorne haben. Und dann bestätige ich meine Einstellung. So, dann bist du dran mit Aufstellungen machen. Theoretisch kannst du oben durch vorgefertigte durchswitchen. Wenn du oben, da steht ja was dran und dann kannst du hier nach links und rechts immer switchen. Da werden aber, wird deine komplette Aufstellung geändert, gell? Nur als Information. Okay. Wenn du fertig bist, unten rechts unter der Zeit ist dann bestätigt. Gut, Einstellung bestätigen. Gut, und jetzt kann ich hier den Kickoff machen. Ich möchte ihn hier nach hinten in die Ecke machen, bitte. Hoher Anstoß. Jeder Spieler vom Team Deadwood Haulers, der nicht in der Tackle-Zone befindet, kann sich auf das Feld bewegen. Okay. Ach, come on. Echt jetzt? Ein Touchback? Warum? Touchback bedeutet, dass du jetzt den Ball zu dir halt kriegst. Ich könnte das jetzt rerollen, aber das mache ich nicht. Das ist mir egal. Ja, ist okay jetzt. Jetzt bekommt halt dein Mann hier den Ball. Und dann bist du jetzt dran. Okay. Kannst deine ersten Moves machen. Kann ich mit dem theoretisch blitzen? Ja, ja, du kannst. Okay, der bekommt Stärke auch von links und rechts. Ja, du bekommst von allen sechs Feldern um die. Quatsch, sechs Felder, wie viel sind's denn? Oh, er ist natürlich unlucky. Du könntest nochmal rerollen, aber es ist halt eine 50%ige Chance. Ich mach's einfach. Hallo? Ja, natürlich, jetzt kriegt das auch noch hin. Ah, okay, aber trotzdem unlucky. Beide fallen um. Egal. Ja, du hast dafür deinen Ball gesaved erstmal. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das ist vom Prinzip her, weil ich irgendwie noch nicht von dir so weglaufen musste. Wie die Schlagstärke ist. Der hat jetzt zum Beispiel Stärke 3, der hier hat Stärke. Boah, die sind alle gleich schlecht. Stärke 3 alle. Lauf ich jetzt mal hier hin. Remember, you need balls to score. Lauf ich hier hin. Ah nein, ich habe einen Fehler gemacht. Oh, come on. Ah, komm, Lucky. Oh, ach, come on. Ne, wir probieren es auch nochmal. Komm. Dude. Yes! Mann, ey. Ich habe den Fehler gemacht. Ich wollte eigentlich mit dem zweiten Dude schon blitzen. Ah, das war ein bisschen doof von mir. Noch ein kleiner Tipp. Wenn jemand von mir auf den Boden liegt oder von dir auf den Boden liegt, du kannst deine Leute auch drauf treten lassen, gell? Aber ich empfehle es dir nicht, weil das dann als extra Foul meistens. Wenn der Schiri es halt sieht, wird es als Foul gezählt und deiner wird vom Platz verwiesen. Okay. Also, das ist schon nicht so einfach. Ja, da will er natürlich jetzt hinten durch. Das habe ich mir schon fast gedacht, ey. Ja, der Blitz.
Jawohl. Ja, komm, Vero. Komm. Jawohl, da hat er den Kick gegeben. Jetzt muss ich rennen. Oh, wo sind meine schnellen Dudes? Du bist ein schneller Dude. Du bist nicht so ein schneller Dude, oder? Doch, du hast Reichweite 6. Das ist gut. Oh nein, 67% nur Ball aufheben. Oh! Ach komm, der kann doch nicht zu dumm sein, den Ball aufzuheben, oder? Ja, wow, jetzt kriegt das natürlich hin. Nee, nicht passen. Du klopfst erstmal den hier. Ach komm, echt jetzt? Ich kann ihn leider nicht umnieten. Ich kann ihn nur verschieben. Der hier rennt jetzt nach rechts außen. Nach links außen natürlich. Der hier steht mal wieder auf. Wenn die Kringel um die Dudes weiß sind, dann können sie wieder aufstehen. Aber die können sich dann nicht erstmal bewegen. Die bleiben dann stehen erstmal. Okay. Ja, das ist gut. Dann machen wir den erstmal down hier. Nach rechts bitte. Und wir folgen. Jo, erstmal verletzt wieder direkt. Das Spiel ist so gewalttätig, das ist der Hammer. Okay, dann brauche ich noch ein bisschen Schutz. Das heißt, der hier läuft hier hin. Das dürfte nichts ausmachen. Und der hier... Oh fuck, du hast ja noch einen hinter mir stehen. Oh komm, 80%ige Chance, dass er es schafft. Boah, Gott sei Dank. Okay, dann bist du dran. Okay. Und bei Zug 8 ist erstmal die erste Halbzeit rum. Es gibt zwei Halbzeiten halt. Was? Er konnte direkt aufstehen? Schweinerei. Okay, ich verstehe jetzt nicht. Dein Gegner wählt die Blockwürfel. Ich kann aber nichts machen. Du musst... Ja, so stimmt. Ich muss das machen. Sorry. Ja, es ist halt dein Gegner wählt das. Tatsächlich, wenn du halt gegen Bot spielst, ist es halt auch anders. Ach komm. Das Problem ist halt jetzt einfach, dass ich jetzt hier halt einfach nicht mehr weiter rennen kann. Jetzt habe ich halt wahrscheinlich auch nur eine 50%ige Chance wieder zu laufen. Ja, okay, keine 50%ige Chance mehr, dass ich hier durchkomme, weil du mir halt den Weg versperrst. Und das Problem ist halt, dass wenn ich werf und einer von dir steht im Weg, kann das halt... Ja, natürlich weicht er aus. Kann es halt auch sein, dass halt deiner den Ball rausfängt. Besonders da der Geschicklichkeit relativ hoch hat, dein Dude, der vor mir steht. Und ich kann ihn nicht klopfen. Kann ich ihn klopfen? Give it a try. Komm. Jawohl. Klopfen darüber. Du wirfst jetzt hier rüber, kurzer Pass. Ich habe aber nur eine 70%ige Chance, den Pass wirklich erfolgreich durchzukriegen. Und wenn ich jetzt aber erstmal sage, okay, ich klopfe noch den hier um. Ah, Bullshit. Come on, das ist nicht gut. Was? Sehr schön. Es war beide Fallen um. Deiner klopft mich einfach um. Ist halt ein Zwerg. Ja, der hat halt Blocken. Blocken ist eine mega starke Fähigkeit. Haben halt so Zwerge und sowas. Okay, was ist das? Der Verteidiger wird zurückgestoßen und geht zu Boden. Ja, ich kann nichts anderes wählen. Folgen selbstverständlich. Jo, da hat er den Ball nicht gefangen gekriegt. Ja, schön. Runter mit dem. Runter mit dem. Okay, jetzt haut mein Wogen aber mal auf deinen Zwerg drauf. Hey, dass der weiß, was Sache ist. Wir haben eh nur noch einen Zug. Das heißt also, ich muss jetzt, wenn, dann den Touchdown rennen. Der steht jetzt mal auf hier. Der steht jetzt mal auf hier. Der hittet jetzt den Zwergen hier. Nice. Weg mit dir. Ah, beide gelähmt. Hier rüber. Komm. Nice. Und der Wurf. Oh. Den nicht. Doch, er hat ihn gefangen. Alter. Und Touchdown.
Der Arsch krieg ich ja hier. So, das ist jetzt, ja, theoretisch kann man das irgendwie abbrechen, glaube ich. Ja, auf Escape. Na, okay. Und dann siehst du halt immer, wie viele Verletzte oder Tote du hast. Du hast immer noch einen Toten, ich habe einen Gelähmten. Und ja. Gut. Dann geht's jetzt noch weiter mit dem letzten für deine, mit deinem letzten achten Zug und dann ist schon wieder Halbzeit eigentlich. Das heißt also, ich kann jetzt hier die Einstellung bestätigen. Dann der Spieler zum Angriff auf. Tatsächlich ist es halt auch nicht so wichtig, weil du kannst, eigentlich in einem Zug kommst du da auf jeden Fall nicht durch. Das Einzige, was du jetzt machen könntest, ist alle vorne in die Frontline stellen und dann halt versuchen, so viele Gegner wie möglich von mir noch zu verletzen. Mhm. Also das ist das, was halt wirklich am meisten Sinn macht eigentlich. Okay, ich kann jetzt hoch. Ja, gucken wir mal, wir werfen mal hier hin. Wahrscheinlich kickt er eh wieder Scheiße oder du kriegst wieder irgendwas Gutes. Wetterwechsel freundlich. Eine sanfte Brise lässt den Ball vor der Landung ein Feld weiter per Zufall bestimmte Richtung. Oh, come on. Ja, natürlich zu deinem Typen hin. Das ist ja. Gut. Der nimmt den jetzt erstmal auf. 50%ige Wahrscheinlichkeit. Sehr schön. So. Würde ich fast sagen. Na, ich will eigentlich keine Aktion mehr mit dem ausführen. Und mit dem hier will ich den hier niederklopfen. Ja, mach lieber das rechte. Also den Beide Move, am den Boden Move-Würfel. Und aber schieben, okay. Jetzt versteh ich's. Okay, also. Bleibe, ich will den nur wegkicken. So. Dann hau ich mit dem den hier. Du musst halt immer auch die Stärken vergleichen. Das ist halt ganz arg wichtig. Na, jetzt hast du zum Beispiel der Verteidiger am Boden. Genau, richtig. Und ich probiere jetzt mal, ob Standfest was bringt. Ne, es bringt natürlich nichts. Okay, perfekt. Würde ich sagen, laufe ich mit dem durch. Da, ich glaube, natürlich schafft er das. Und der, ja gut, ich kann ja mit dem nicht blitzen. Ja. Und das ist halt jetzt Halftime. Halbzeit! Und wieder raus aufs Feld. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Zombies, ich verstehe nicht ganz, was die hier machen sollen, weil die sind irgendwie nur scheiße. Die haben Reichweite 8? Lol, okay, die sind doch gar nicht so scheiße. Was haben die denn für ein Special da? Ich kann das gar nicht. Okay, Verteidigungsausstellung, Wolfsrudel. Das heißt, du machst den. Nee, ich mach den Kickoff. Du machst den Kickoff und ich greife an. Ja, das ist okay. Für den Kickoff ist das okay. Jetzt hast du auch wieder neue Reroll-Würfel. Mhm, hab ich gerade gesehen. Stell ich den hier hin. Stell ich auch hier hin. Eben. Hin. Und Einstellung bestätigen. Okay, dann kicken wir dieses Mal hier hin, das ist nicht so weit. Komm. Brillantes Training. Deadwood Hollows bekommen in dieser Halbzeit einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Jawohl! Oh. Brillantes Training. Oh, ja. Und natürlich habe ich trotzdem rausgeschossen. Was ist das denn? Come on, ey. Ach, schön. Weißt du, das ist halt so immer so eine Sache. Du kannst theoretisch, passieren halt solche Sachen auch oftmals, dass du halt einfach aus Randomness halt einfach irgendwie dann so negative Sachen ausgelegt kriegst. Aber das ist halt, du kannst halt selber nicht würfeln. Du hättest es theoretisch jetzt ausgewürfelt, wo der hinspringt. Okay. Und Angreifer am Boden, das ist natürlich scheiße. Das ist sehr schlecht. Kannst du rerollen? Ja. Würde ich machen, weil sonst ist dein Zug beendet. Na gut. Ich mache natürlich standfest. Dann kommst du nämlich nicht hinterher. Das ist gut. Dann machen wir das gleiche nochmal mit ihm. Ach, come on, da hat er Glück. Angreifer am Boden. Da hat er Glück. Nimm. Ja, ich kann. Standfest bringt mir wahrscheinlich nichts. Nee, bringt nichts.
Na, versuchen wir es einfach mal. Und jawohl. Ach. Da kam der Hit durch. Verspringen. Ja, das ist mir egal, dass der down ist. Okay, dein ganz rechter Zwerg hat gerade den Ball. Das heißt also, wenn ich ihn von ganz rechts angreife, sollte ich theoretisch den Ball schnappen können. Wir laufen hier hin. Wir laufen hier hin. Wir nehmen den hier. Nee, der, ich will nochmal, dass er hier hinläuft. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Dann steht er hier wieder auf. Der Dude kommt hierher, dass du keine Würfe machen kannst. Ich habe ein bisschen Angst, dass du über links jetzt gleich gehst, wenn ich alles nach rechts stelle, aber ich glaube, so wird es mal funktionieren. Und dann blitzen wir. Es gefällt mir nicht, ist aber okay, du dürftest den Ball verlieren. Okay, give it a try! Oh, komm, ich sehe schon, wie. Oh, ich habe schon so gesehen, wie der mir eine reinklatscht, ey. Das war der Wahnsinn einfach nur. Komm. Komm, mal, komm. Ach, komm! Oh, Mann. Sehr schön. So, Zug 10. Das gibt's doch. Oh, lucky. Ja, das sind halt 50% Chancen, muss man halt einfach sagen. 50-50 ist halt immer ein Münzwurf. Ach ja! Und jetzt schafft das. Come on. Und natürlich. Oh! Nein! Ja, nein! Oh, unlucky. Zwei Leute haben ihn nicht gefangen. Zwei. Aber das ist schon traurig fast. Das Problem ist, ich komme da nicht durch. Alter, ich müsste da so viel ausweichen, das ist der Wahnsinn. Okay, ich mache jetzt ein bisschen was Risikoreiches. Du willst mit dem einen blitzen, dem zuwerfen? Richtig, ich versuche mit dem hier ranzugehen. Oh! Oh! Ach komm, schon 17%, komm, das schaffst du. Ich vertraue dir. Oh, langer Pass. Jetzt kannst du ein Abfangmanöver starten, wenn du möchtest. Wenn ich wüsste, wie das geht. Ja, da müsste es irgendwie was zum Klicken sein. Auf ihn draufklicken oder sonst was. Mit dem Tauren auf ihn draufklicken. Ja, genau. Ach, komm mal. Natürlich hat er ihn abgefangen. Hätte ich doch bloß nicht gesagt. Ah, schön. Aber gut rausgefangen, hey. Das ist halt der Vorteil von an deinem Tauren wahrscheinlich auch. Der ist halt groß. Das ist natürlich auch immer ein Vorteil. Ah, was? LOL. Er hat den Würfelwurf nicht geschafft. Nee. Nochmal. Okay, jetzt auf die minder 80%igen Chance ist halt immer noch relativ gut. Komm. Oh. Oh. Oh! Das gibt's! Da wird jongliert! Ja! Okay, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Ich muss deine Vieh dort eigentlich wegklopfen, weil die mir sonst zu arg am Hals dran hängen. Das heißt also, wenn ich ihn jetzt umklopfe. Ja, sehr schön. Weg. Glaube ich mit ihn hier weg. Oh, die Chancen sind natürlich nicht sehr hoch, aber. Ah, come on, das gibt es doch nicht. Nee, Reroll. Ah, jawohl, perfekt. Huh. Natürlich folgen. Okay, das könnte jetzt nochmal problematisch werden hier. Komm. Okay, wir können ihn auf jeden Fall wegstoßen, wenn er nicht standfest ist. Der Zwerg macht mir noch ein bisschen Sorgen.
Aber ich muss es riskieren. Hast du bessere Reichweite oder bist du ein besserer Werfer? Ne, du bist ein besserer Werfer. Dann gehst du hier hin, nimmst ihn auf. Nein! Glück im Unglück, könnte man sagen. Nee, es war schlecht. Der hätte den Ball aufnehmen müssen. Der hätte eine 67-prozentige Chance, den aufzunehmen. Ah, oh, das ist natürlich unlucky. Ja gut, aber was anderes kannst du nicht machen. Nee, tatsächlich nicht. Jetzt komm aber, diesmal. Na also. Ach du Scheiße. Lange Bombe, 17% Chance zu passen, dass es funktioniert. Was? Den hat er nicht gefangen. Ja, komm, nochmal wiederholen hier. Jetzt werft ihr nochmal gescheit hier. Also. Kommst du da hin? Wahrscheinlich kommst du da hin. Oh, bitte stolper nicht. Ja, dann geben wir hier mal ein bisschen Rückendeckung. Und den lassen wir ja auch nicht so wegkommen. Ah, oh nein, du hast da vorne noch einen Centaur. Eieiei. Na gut, dann. Schau mir. So. Können wir mit dem jetzt erstmal hier reingehen? Du kannst die zwei Leute, die auf dem Boden liegen, bei dir kannst du wieder aufheben, gell? Stimmt. Bevor die da platt liegen. Aufstehen. Aufstehen. Sehr gut. Fast sagen, dass ich hier hinlaufe. Ja, das ist intelligent. Verstehe ich. Will ich doch gar nicht. Ich will mit dem hier. Schauen wir mal. Oh. Das gibt's nicht. Das ist halt der Nachteil von deinen Zwergen, die sind nicht so krass im Movement, aber dafür unglaublich stark. Okay, könnte ich theoretisch, ja. Nicht schlecht. Naja, war nicht optimal tatsächlich. Die hätten das viel, viel schneller hinkriegen müssen eigentlich. Aber das ist halt auch, wenn du halt so ein Team nimmst wie das hier jetzt. Es hat halt sehr, sehr geringe Chancen auf Ding, auf Werfen oder sonst was. Das sind halt keine spezifizierten Teams noch. Okay, meins passt. Ich lasse jetzt auch sehen. Komm, jetzt bitte. Ein einziges Mal. Ein einziges Mal nicht ins Aus. Komm. Screaming Towers bekommen in dieser Halbzeit einen zusätzlichen Wiederholungswurf. Ach komm, das gibt's doch nicht. Ja, ist drin liegen geblieben. Endlich. 50%ige Chance, den Ball aufzuheben. Schauen wir mal. Ja, easy. Ja. Easy aufgehoben. Ja, eigentlich will ich mit dem nichts mehr machen, sondern ich will den hier umkloppen. Two big goons that get together. Ja, natürlich kriegt er den Schlag hier. Ich kann eh nichts machen, selbst wenn ich standfest mache, der Typ knüppelt mich um. Jo, und gelähmt hatte ihn, natürlich. Ja, das war noch zu riskieren. Einfach gelähmt. Ist das hier Angreifer am Boden, ne? Oder halt moven. Nur schieben. Beiden. Du läufst jetzt mal hier vorne hin. Ich hätte sogar ehrlich gesagt versucht, mit dem noch weiter zu laufen, dass du ins freie Mittelfeld kommst. Es wäre zwar ein bisschen risky gewesen, aber du hättest die Chance gehabt, halt hier weiter im Feld drin zu sein. Baust die linke Flanke auf. Ach nein, hey komm, das gibt's doch nicht. Ich kann nicht rerollen. Ja, tschüss.
Ja. Und er ist gelähmt. Das ist halt die Sache, man kann hier in dem Spiel einfach manchmal so viel Glück und so viel Pech haben. Das ist halt ein Würfelspiel. Ja. Ja, da geht er durch, war klar. Den gehe ich hier hin. Versuch mal den von deinem Zwerg, von deinem linken Zwerg, versuch mal den von mir abzudecken, den Aaskriecher, direkt geradeaus von ihm. Meinem linken Zwerg. Also von dir aus ganz rechts, neben dem Zentaur, genau dort, genauso. Weil dann kannst du nämlich einen geraden Pass spielen, theoretisch. Wenn du jetzt noch den in der Mitte umhaust, den einen Dude, den einen Zombie, den Riss im Schatten oder wie der heißt. Den meinst du? Ja, genau, den musst du noch umklopfen. Ja, kriegst perfekt hin. Und dann dürftest du freies Wurffeld haben. Dann hast du die geringste Chance, dass irgendwie, jo, dass du irgendwie dir was da in die Quere kommt. Ich würde sogar tatsächlich gleich weiterwerfen, weil die Chancen werden trotzdem nicht besser. Stimmt, hast recht. Oh! Was? Er hat den Catch gemacht! Was? Okay, das war. 50. Du hattest doch eine 50%ige Chance, einen Catch zu machen. Ich habe auch nur eine 17%ige Chance, den Ball zu werfen. Den langen Pass überhaupt zu treffen. Ah, das ist richtig. Erst mal den hier wieder aufstehen lassen und den hier auch. Ja, ich will nicht direkt blitzen. Dann stellen wir erstmal hier auf. Oh, Gott sei Dank. Kann ich den blitzen? Oder stelle ich ihn davor? Oh, komm, ein bisschen schneller, Zombie Heinz. Ach, come on. Ist nicht dein Ernst. Na, ja, bringt mir nichts. Das hat mir jetzt meinen kompletten Spielzug gar nicht verkackt. Mhm, ich gemerkt. Ich stell jetzt einfach alles um dich rum auf. Komm! Okay, dann do your thing. Sein letzter Zug. Damit kannst du jetzt noch einen Touchdown landen. Du musst einfach nur rennen und Glück haben zum Ausweichen. Nee, ich komme gar nicht hinten, bis zu dem Touchdown fällt. Gar nicht? Nicht mal mit den Würfeln? Nee, nicht mal mit den Würfeln. Ah, oh, unlucky. Aber mit irgendwas anderem? Sonst hätte ich es halt so gemacht. Und jetzt versucht den halt... Hast du noch einen Reroll? Einen Reroll hast du noch. Einen Reroll hab ich noch, ja. Kann der, kann der Touchdown-Feld laufen? Nee, kann er nicht. Oh, unlucky. Unlucky. Die Reichweite ist halt unheimlich schrecklich bei denen. Wow, das ist natürlich... Ja, ist mir jetzt egal. Dann ist die Runde zu Ende. Gut. Wird halt auch der Typ noch von mir geklatscht. Ja, war aber doch eine schöne Runde. Ich hoffe, du hast jetzt verstanden. Das ist jetzt natürlich nicht in der in unserer großen finalen Liste, wird das natürlich nicht drin stehen, dieses Match. Weil schlussendlich ja doch nur ein kleines Testspiel war, möchte ich mal sagen. Ja. Und tatsächlich ist bei dir einer gestorben, Bebo. Es tut mir leid. Mein Beileid. Oh. Du hattest mehr Ballbesitzer als ich. Ja. Das ist schon krass. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitspielen. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen gefallen wenigstens. Ja, auf jeden Fall. Cool. Dann hätte ich mal gesagt, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Haut rein. Türelü. Ciao.